Wo müssen Sie beim Programmieren hinkommen? Beim Erlernen komplexer kognitiver Kompetenzen wie Programmieren beginnt jeder Mensch in der Froschperspektive und muss mit aller Kraft danach streben, so schnell wie möglich in die Adlerperspektive zu kommen. Das muss deshalb so schnell wie möglich sein, damit Sie inkorrekte Vorstellungen gar nicht erst entwickeln. Denn aufgrund diverser Gedächtnishemmungen, proaktive Hemmung, assoziative Hemmung, Ähnlichkeitshemmung, können Sie falsche Vorstellungen, wenn Sie sie einmal erworben haben, nur sehr schwer später wieder korrigieren, auch mit unserer Hilfe. Die assoziative Hemmung taucht insbesondere beim Umgang mit Variablen auf. Sie kennen den Begriff aus der Mathematik. Diese Konzepte haben jedoch nichts gemeinsam. Was können und sollten Sie konkret tun, um die Adlerperspektive zu erreichen? Als erstes, versuchen Sie, sich davon zu lösen, Programme einfach von oben nach unten und Zeilen von links nach rechts zu lesen. Versuchen Sie stattdessen, die logischen Sinneinheiten als Ganzes zu erkennen und zu verstehen. Die Unterschiede zwischen den Perspektiven wollen wir uns am Beispiel des folgenden Codes ansehen. Das Ziel soll es nun sein, den Zweck des Codes zu beschreiben. Angenommen, wir betrachten den Code aus der Froschperspektive. Dann würde die Beschreibung beispielsweise wie folgt lauten. Es wird eine int-Variable sum deklariert und mit dem Wert 0 initialisiert. Dann gibt es eine Vorschleife, beginnt bei Variable i mit dem Wert 1. Die Variable i zählt bis einschließlich der Zahl 357 und zwar in Einserschritten. In jedem Schritt wird der Wert der Variable i auf den Wert der Variable sum addiert und anschließend die Summe der Variable sum zugewiesen. Angenommen, wir befinden uns nicht mehr in der Froschperspektive, aber auch noch nicht in der Adlerperspektive, dann könnte die Beschreibung wie folgt aussehen. Beginnt mit dem Wert 0, wird in jeder Iteration der Schleife der Wert der Variable sum und den aktuellen Wert des Zählers erhöht. Hierbei durchläuft die Schleife alle ganzzahligen Werte von 1 bis 357. Aus der Adlerperspektive reduziert sich der Zweck des Codes auf folgenden Satz. Der Code berechnet die Summe der ganzen Zahlen von 1 bis 357. Versuchen Sie, durch bewusstes Üben Sinnabschnitte als Ganzes zu betrachten. Auf diese Weise gelangen Sie schneller von der Froschperspektive zur Adlerperspektive. Als zweites. Unterschätzen Sie nicht, wie stark Ihre Sprache beeinflusst, ob Sie korrekte oder inkorrekte Vorstellungen entwickeln. Versuchen Sie ausschließlich, die Begrifflichkeiten und Formulierungen zu verwenden, die Sie in den Unterlagen lesen. Versuchen Sie nicht, eigene Formulierungen zu verwenden, die können Sie subtil in die Irre führen. Seien Sie dabei penibel. Als ein Beispiel ist hier folgendes Zeichen zu sehen. Wenn Sie das Zeichen in Java sehen, sprechen Sie ausschließlich vom Zuweisungszeichen, niemals vom Gleichheitszeichen oder Ähnlichem. Bei einer Anweisung wie der folgenden sagen Sie ausschließlich A wird der Wert von B zugewiesen, niemals A ist gleich B oder Ähnlichem. Bei den folgenden drei Zeilen sagen Sie ausschließlich die Werte der Variablen A und B werden vertauscht. Niemals die Variablen werden vertauscht, denn es sind immer die Werte, die vertauscht werden. Ein weiterer Tipp zu den korrekten Begrifflichkeiten. Sprechen Sie Ihre Verbalisierung der logischen Einheiten am besten laut aus. So merken Sie, ob Sie noch stocken oder haken. Dann ist Ihnen die Formulierung und die Vorstellung dazu wahrscheinlich noch nicht ganz geläufig. Die weitere Bedeutung des lauten Denkens kann in diesem Video angeschaut werden. Es ist wichtig, dass Sie in der Lage sind, den Ablauf des Codes selbstständig nachzuvollziehen. Dazu müssen Sie beispielsweise die Variablen geeignet verfolgen können. So sollten Sie in der Lage sein, den Ablauf des Computers minutiös nachzubilden, ähnlich der Vorgehensweise eines Debuggers. Dies können Sie üben, indem Sie Ihren geschriebenen Code nicht direkt kompilieren, sondern zuerst den Ablauf mental nachvollziehen. Lernen Sie durch Beobachtung. Hierfür können Sie sich die Videos zu den alten Hausübungen der Playlist FOB 2021 der TU Darmstadt als Beispiel hernehmen. Versuchen Sie, beobachtete Strategien und Begrifflichkeiten zu übernehmen und diese anschließend selbstständig bei Ihren eigenen Hausübungen zu verwenden.